Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 Outer Felsborn. Ihr seht gerade, ja, wir können ernten und nanu. Heute ist Donnerstag, nicht Freitag. Warum eine Folge? Ich habe mir gedacht, wenn schon am Montag die Folge ausgefallen ist und ich gerade Lust hatte, einfach mal was aufzunehmen, habe ich gesagt, Mensch, dann reicht es einfach die Montagsfolge nach als Donnerstagsfolge. Und dann geht es nächste Woche wieder im gewohnten Rhythmus ab Montag von vorne los. Aber wie gesagt, wir werden natürlich noch am Freitag und am Sonntag noch eine Folge bringen. Und was viele vielleicht auch schon wissen, Patch 1.2 ist da. Ich habe ihn auch schon drauf. Kann man ganz einfach sehen, zack hier. Ne? Die Terraforming-Geschichte. Habe ich in meinem privaten Spielbestand schon ausprobiert. Funktioniert super. Muss ja damit beschäftigen. Könnte zum Beispiel so wie hier jetzt Moment. So, genau. Jetzt haben wir hier diese blöde Grasfläche mitten im Beton drin. So. Jetzt könnten wir nämlich beigehen. So, zack. Jetzt ist der Hof komplett betoniert. Man könnte natürlich auch sagen, hier diese komische Waschplatzfläche, ne, wollen wir jetzt auch nicht mehr haben. Machen wir alles im selben Material. Kostet natürlich allerdings alles Haufen Geld, also deswegen werden wir das mal Stück für Stück machen, dass wir einen einigermaßen gleich aussehenden Fußboden hier auf dem Hof haben. Aber nichtsdestotrotz, jetzt steht erstmal die Ernte an. So, warum haben wir denn hier die Rundleuchte an? Gibt's ja mal gar nicht. So, das passt auf jeden Fall nicht. Hoppala. So. Jetzt weiß ich gar nicht, habe ich jetzt eigentlich die Schwarterbelage an der Traktor? Beim Mähdrescher? Nee, ich meine, wir brauchen jetzt kein Stroh einsammeln. Das haben wir in den letzten Folgen ja schon oft genug gemacht, wo das Feld da abgeendet haben. Nee, er legt kein Stroh ab, gut. So. Ist glaube ich auch gleich voll, ne? Sprach er und er blieb stehen. Ich weiß, normal so fahren wir nicht Gemüse, aber. Da wir keine Zerstörung haben, können wir es denn doch nochmal machen. Ja, Giants hat jetzt mit dem Patch Anfang zwar auch viele Fehler behoben. Einfach nachzulesen mal auf der offiziellen Seite. Im Normalfall würde der Drescher jetzt auch gar nicht weiterfahren und einfach stehen bleiben, bis wir wegfahren. Selbst das haben sie jetzt gefixt. So, dann haben wir noch hier unsere Seemission vom letzten Mal. Die ist auch fast fertig. Ja, kommt wieder 7000 auf dem Konto. Einen Moment. Oh, Ballenpressen. Ist im Moment noch nichts Schönes wieder dabei. Aber so machen wir. Ich habe auch diesen großen Steuer von letztes Mal wieder verkauft. Denn das lustigerweise ist, ich weiß nicht, ob es jetzt an Patch 1.2 liegt oder daran, dass das Spiel jetzt einfach mal neu gestartet ist. Der andere Streuer spuckt jetzt die Big Packs wieder aus. Das ist phänomenal, aber er tut es zumindest erstmal wieder. Naja, der macht dann den Dienst. Das haben wir da auch. Leider hatte ich hier zwei unterschiedliche Wachstumsstufen drauf gehabt und
Du bist vorspulte leider so die ersten drei, zwei, drei Reihen da doch mit Unkraut behaftet gewesen und ich glaube hier ist schon wieder sauber. Ne, hier ist noch ein bisschen Unkraut. Ja, sieht man da. Ja, so. Ja. Hier wird schon wieder weniger. So, bisher so ein, zwei Reihen wieder, wo noch abernten, wo noch ein bisschen Unkraut mit zwischen ist. Müssen wir jetzt einfach mal mit leben. Das kriegte ich leider beim Vorspulen nicht mehr weg, beziehungsweise als der Unkraut soweit durch war, war leider die erste Hälfte des Heldes schon reif gewesen. Aber mein Gott, ein bisschen Schwund ist immer mal. So, Drescher, was sagst du? Wie voll bist du? Du müsstest theoretisch am Ende des Feldes wahrscheinlich wieder anhalten. So wie vorhin auch. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ich mir das restliche Geld von dem alten Streuer einfach jetzt mal wieder gut schreiben soll oder ob man sagt, von wegen, ah, hast du Pech gehabt? Hast einen Fehlkauf drin gehabt, musst damit leben. Und ihr könnt es genauso reinschreiben. Wenn ihr sagt, von wegen, hast du Pech gehabt, musst damit leben, dann schreibt ihr es rein. Wenn ich von jemand denke, hey, du bist ein Arsch, dann sage ich, hey, du bist ein Arsch. Das ist da nämlich auch komplett vom Kopf. Gut, ich sag vielleicht sie Arsch, wenn ich denjenigen nicht wirklich kenne, aber. Bisschen Höflichkeitsform kann man da mal verwenden. Aber wir müssen den echt nächstes Mal andersrum ansetzen. Dass er nicht jedes Mal so stehen bleibt, dass wir ins Gemüse fahren müssen. Das ist nämlich doof. Vielleicht der Landwirt wird es ja auch nicht machen. Bräuchte man jetzt mal auf den Mähdrescher. Ich weiß nicht, ob wir das vielleicht auf der Inneren sehen können. Ja, 5000er Drehzahl, jetzt geht die Drehzahl wieder runter. Jetzt geht es so komisch, also wieder komplett runter. Eigentlich sollte er beim Abtanken die Drehzahl immer oben halten. Klappt wohl noch nicht so ganz hundertprozentig, weil ist auch eins von den Neuerungen, die sie mit reingebracht haben, der Drescher beim Abhanken halt die Drehzahl erhöhen soll. So. Wir können ja mal kurz mal nach dem Weizenpreis schauen. Ich sehe gerade, ich habe nämlich, es gibt nämlich noch eine neue Option, nennt sich Wirtschaftsschwierigkeitsgrad oder Schwierigkeitsgrad Wirtschaft, habe ich jetzt einfach mal auf einfach gestellt. Jetzt auf mit normal gehe. Oh. Ja, aber dann lassen wir das mal auf normal stehen. Also wir können theoretisch jetzt den Wirtschaftsfaktor vom leichten Schwierigkeitsgrad einstellen. Das ist schon nice. Könnt ihr auch mal reinschreiben, sollen wir auf den normalen Schwierigkeitsgrad bleiben? Oder sagt ihr, ne, wir wollen ein bisschen mehr sehen, mal größere Fahrzeuge sehen, dass wir vielleicht auch mal kurzzeitig vielleicht mal auf den leichten Schwierigkeitsgrad gehen. Wie man sieht, ist alles machbar jetzt. Machen. Erstmal gucken wir, was unsere Mission sagt. Er ist immer noch nicht ganz fertig. Steht in der Zug, da steht der Zug, okay. Ja, ist natürlich ein bisschen blöd, ne, dass wir jetzt nicht wirklich viel machen können. Darum mache ich auch gerne diese Feldmission zwischendurch selber.
Aber wenn wir gleich den Treffer noch einmal abgetankt haben, sind wir bei 30.000 circa. Ich denke mal, dann fahren wir dann auch mal eine Fuhr verkaufen. Der Preis steigt zwar noch, aber oh mein Gott. Wir brauchen Kohle, Kohle, Kohle. Oh lol, ich sehe gerade, dass jetzt auch der Vehikel hat funktioniert. Müssen bloß noch mal gucken, dass wir den noch mal an eine andere Stelle bekommen. Lul. Hat die ganze Zeit, glaube ich, nicht funktioniert. Müsste ich nochmal die letzte Aufnahme nochmal reingucken, aber ich glaube, da hat er noch nicht funktioniert. Scheinbar braucht er den neuen Patch dafür. Aber der Traktor, der ist eigentlich zu schwach für den Länger. Mensch, haben wir nachher was zum Basteln, weil ich jetzt ja gerne schon wieder oben mittig auf dem Bildschirm wieder, so wie damals auch. War da jetzt mitten auf der Karte geklatscht, das ist ja, da kennst du ja nicht. Wenn wir die Karte nämlich groß machen, dann so, jetzt auf dem Gras, da erkennst du ja nichts. Auf jeden Fall machen wir ein bisschen größer machen. Hier auf dem Grünen, da sieht man, erkennt man da tatsächlich mal was. Ja Mensch, da müssen wir auf jeden Fall so, wir werden jetzt noch den Weizen verkaufen gehen. Entschuldigung. Muss ich mir bloß merken für meine privaten Multiplayer-Gesellschaft, die mir auch öfters mal zuguckt. Hallo Jungs, Grüße an dieser Stelle. Mal schauen, ob wir das bis da auch funktioniert. Aber wie gesagt, ich muss da jetzt mal in der letzten Aufnahme reingucken, ob das da auch schon angezeigt wurde, weil ich habe den ja eigentlich schon länger drin, aber er funktionierte halt noch nicht und laut Beschreibung soll er auch noch nicht bei allen Fahrzeugen funktionieren, durch den oberen Standardzocken. Scheint zu funktionieren, aber das ist ja noch alles Standard, was ich hier benutze. Ist ja auch nichts Gemoddetes bei. Und ich habe schon sehr viele Mods drauf, also. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe auch schon wahrscheinlich schon Class Traktor gefunden, den ich noch testen muss. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was für ein Wort, was ein 600er war oder schon 800er. Ich habe mal einfach gestern Abend, wo ich noch am Rechner saß und ein bisschen nach Mods geguckt habe, reingeguckt. Oh lala. Dann würde vielleicht auch lieber die andere Einfahrt nehmen sollen. Ja, hätten wir machen sollen. Jetzt kriegen sie hier mit 4-5 km hoch. Dumme Idee gewesen. Ganz dumme Idee. Jetzt wäre Drive Control ganz gut, dass man nochmal in der Motordrehzahl ein bisschen schrauben kann, dass er ein bisschen mehr Kraft auf die Reifen kriegt, aufs Getriebe. Oh mein Gott, wir haben es auch geschafft. So.
Mach schnell auf die Entladeplattform. Und da geht auch der Josken. Geld kommt. Mittlerer Schwierigkeitsgrad. Der Drescher ist auch schon wieder voll. Na schön. 20.000. Naja, das ist doch. Da kommen wir tatsächlich mal bis zu ein bisschen was Finanziellem. Gut. Mit diesen Worten verabschiede ich mich für heute und auf jeden Fall morgen wieder einschalten zur nächsten Folge. Lasst einen Daumen da, nette Kommentare oder auch, wenn ihr was zu bemängeln habt, schreibt es euch rein. Und ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal.